Guten Morgen! Heute wieder mal Best of the Vegan Industry. Ich möchte in dieser Serie wie immer einen Aspekt eines YouTube-Kanals hervorheben und euch vorstellen, der für mich wirklich bedeutsam für die vegane Entwicklung ist. Und zwar geht es heute um einen Kanal, den wahrscheinlich keiner kennt, der über 30 ist, aber meiner Meinung nach das Prädikat Best of the Vegan Industry aus einem bestimmten Grund absolut verdient hat. Und das obwohl er keinen explizit veganen Kanal hat. Simon Unge, wer ist das? Das ist ein junger Mann, der Computerspiele spielt und diese live in Form von sogenannten Let's Plays im Internet postet. Und das schauen sich dann die Menschen an. Ausgehend von diesen Videos hat Simon auch aufgrund seiner authentischen und durchaus sehr femininen und gefühlsbetonten Art sehr viele Zuschauer gewinnen können. Und da er auch vor allem ein Spiel häufiger spielt, wo sich 6-Jährige und 18-Jährige die Klinke in die Hand geben, wo es nämlich darum geht, mit kleinen virtuellen Bauklötzern so Häuser und Landschaften zu bauen, hat eine sehr, sehr große Reichweite aufgebaut. Und genau um diesen Aspekt geht es heute. Ohne dass der Simon nun in jedem Video darauf hinweist, dass er Veganer ist und dass er sich bewusst und gesund ernährt und damit quasi ja auf eine Zielgruppe vernünftiger und bewusster Menschen festgelegt ist, ist es bei ihm so, dass er diese Information, ich bin Veganer, peripher in seine Vlogs mit einstreut und ja, und damit den veganen Lebensstil als Normalität darstellt. Er führt keine Diskussion darüber, dass er vegan ist, sondern er ist einfach vegan und damit schafft er eben eine ganz besondere Qualität in der Veganisierung der Menschheit, was ein veganer Kanal eben nicht in diesem Umfang erreichen kann. Da er Menschen anspricht, die eben nicht YouTube schauen, um sich über gesunde Ernährung zu informieren, sondern einfach Spaß haben wollen, in dem Fall seine Spielvideos anzuschauen. Und aber den Spaß und die Freude am Leben, die Simon vermittelt, unbewusst dank neurologischem Netz mit einem veganen Lebensstil assoziieren. Simon erschafft bzw. implementiert eben diese neurologischen Netze einer lustvollen veganen Ernährung in die Köpfe der jungen Menschen. Das ist nicht quantifizierbar und man kann da auch nicht genau sagen, wie groß der Effekt ist. Aber aufgrund meiner Einschätzung und hat sein Kanal auch bedingt durch die mittlerweile sehr große Reichweite einen größeren Einfluss auf die nachhaltige, veganfreundliche Grundhaltung innerhalb der nachwachsenden Gesellschaft quasi als der jungen Leute als ein Attila Hildmann, Björn Muschinski oder wie andere bekannter Veganer eben auch. Und er zeigt auch dem Veganer, wie unverkrampft und unmissionarisch und sozial kompatibel eben man als Veganer leben kann und dass man daraus keine Lebensphilosophie machen muss, sondern einfach eine gesunde und bewusste Ernährung als Basis eines erfüllenden und zufriedenen Lebens einmal integriert und dann sich eben wieder Bauklötzen oder anderen lustvollen Dingen im Leben widmen kann, ohne gleich die Panik zu bekommen, nur weil der Nebenmann eben ein Döner ist. Geistige Evolution ist ein Jahrtausende umfassender Zeitraum und diesen zu versuchen in seinem Leben unbedingt umgesetzt sehen zu wollen, das ist der sichere Weg zur Unzufriedenheit und damit auch zu einer schlechten geistigen Verfassung. Simon zeigt uns, dass es möglich ist, Veganer zu sein und ein Teil dieser geistigen Entwicklung, ohne das explizit ständig zu thematisieren. Daher für mich ein ganz klarer Fall von Best of the Vegan Industry. So, ansonsten noch ein kleiner Nachtrag zum letzten Let's Talk am Donnerstag. Das Video findet ihr oben in den Infokarten und da gab es im Nachgang ganz schönes Aufbrausen. Ich wurde auf Facebook und Skype mehrfach angesprochen, warum ich den jungen Herren zum Thema Holocaust-Leugnung eine Plattform gegeben habe, ihm so ausführlich seine Sichtweise darzulegen. Ich bin echt verwundert, dass meine Abonnenten mich so etwas fragen.
Ich bin der Meinung, dass jeder Mensch ein Recht auf eine eigene Meinung hat und dass es auch wichtig ist, sich darüber zu unterhalten. Ne? Insbesondere dann, wenn man selber eine komplett andere Meinung hat. Der Mensch und sein Denken ist so formbar, dass nur ein Narr denken könne, er wüsste die Wahrheit. Und dass es zu einem bewussten Lebensstil für mich dazugehört, sich mit anderen Sichtweisen ernsthaft zu beschäftigen. Und dabei ist es egal, wie komplett abstrus es einem selber erscheint. Man kann nie ausschließen, dass man selber einfach nur konditioniert ist. Egal wie unlogisch ein Sachverhalt daherkommt, also eine flache Erde, eine große Verschwörung, die Holocaust-Lüge, dass unsere Politik durchweg korruptiert ist oder alles im Blödsinn, das kann man nie ausschließen, dass es nicht eventuell doch wirklich so ist. Und man muss so viel Demut und Anstand haben, auch Andersdenkenden einen Raum zu geben. Denn letztlich geht es nicht wirklich um diese Gedanken. Es geht nicht um Geschichte, Geografie oder Politik, sondern es geht darum, dass wir unsere Mitmenschen respektieren. Und wenn wir dies alle umsetzen, dann verschwinden alle Probleme, Diskussionen und Rechthabereien. Dann essen wir, dann arbeiten wir, dann schlafen wir, dann leben wir. Also bei mir wird jeder immer, sowohl privat als auch beim Let's Talk, über alles reden können, was einem durch die Rübe geht. Die Gedanken sind frei. Da halte ich es wie Evelyn Beatrice Hall: Ich mag verdammen, was du sagst, aber ich werde mein Leben dafür einsetzen, dass du es sagen darfst. In diesem Sinne wünsche ich Euch noch ein schönes Wochenende. Ich gehe jetzt aufs vegane Weihnachtsfest und hoffe, dass ich Euch ein paar Videoimpressionen mitgeben kann, die ich dann wahrscheinlich am Montag oder Dienstag mit in das Video einbauen werde. Schönes Wochenende, macht's gut, Euer Christian. Tschüssi.